Ja, herzlich willkommen zur Zusammenfassung meines Vortrags Obskures und Nützliches in InDesign Reloaded von der PubCon 2013 in Berlin. Okay, legen wir direkt los. Ich habe euch hier ein Broschürendokument mitgebracht eines fiktiven Kunden, in dem wir als Grafiker jetzt verschiedene Aufgaben und Korrekturen erledigen sollen. Als erstes sollen wir das Logo hier verkleinern, das ist dem Kunden zu groß. Wir klicken das Logo an und gehen hier oben in der Steuerungspalette vor das Breitenfeld. Klicken einmal auf das B und damit wird die gesamte Zahl in dem Feld aktiviert. Dann stellen wir das Ganze auf 70 mm und bestätigen mit Enter. Und jetzt sieht man schon, dass hier an der Stelle nur der Rahmen verkleinert worden ist und nicht der Inhalt. Das ist nicht das, was wir wollten. Also gehen wir einen Schritt zurück, Apfel Z. Was machen wir stattdessen? Wir klicken hier auf das Skalierungsfeld bei 100% und geben dort 70 und dann ganz wichtig die Millimeter mit ein, bestätigen mit Enter und dann wird das gesamte Objekt verkleinert und skaliert, so wie wir es haben wollen. Als nächstes soll das Wort Spring hier oben den gleichen Effekt erhalten wie das Wort Spring hier unten, diesen schwarzen Schatten. Wie mache ich das? Ich aktiviere das Objekt, öffne die Effektepalette, schnapp mir das FX-Symbol hier unten, halte die Maustaste gedrückt, ziehe es über das Objekt, das den Effekt erhalten soll, und lasse es los. Und so wird der Effekt 1:1 auf das neue Objekt kopiert. Ich kann die Effektepalette jetzt wieder schließen, deaktiviere das Objekt und wir kommen zur nächsten Aufgabe. Der Kunde möchte gerne, dass der Platz hier auf der Rückseite durch eine größere Grafik mehr ausgefüllt wird. Dazu schiebe ich diese zwei Objekte hier jetzt nach unten und den Kreis wieder in die Mitte. Und setze die Linie hier neben den Kreis. Was ich mir überlegt habe, ist, dass diese Linie hier um den Kreis rotieren soll und nachher eine Sonne ergibt. Okay, wie gehe ich davor? Ich möchte als erstes diese Linie hier um die Hälfte kürzen, weil die sonst wahrscheinlich hier oben in das Spring reinragen wird. Wie mache ich das? Ich gehe hier oben in die Steuerungspalette, in das Breitenfeld, setze den Cursor hinter die Zahl und lass InDesign für mich rechnen. Ich rechne durch 2 und sage jetzt, dass ich noch ein bisschen was dazu haben will, plus 5 mm. Und das ist das, was man in InDesign CS6 jetzt machen kann. Man kann mehrere Rechenschritte hintereinander setzen. Bestätige mit Enter und damit ist meine Linie jetzt so, wie ich sie haben möchte. Das Ganze schiebe ich jetzt noch ein bisschen näher ran an die Zahl. Und jetzt geht es weiter mit der Rotation. Wie mache ich das? Ich erstelle mir mit Hilfslinien einen Rotationsmittelpunkt. Dazu ziehe ich aus dem Lineal eine Hilfslinie und wenn ich genau über dem Punkt bin, verändert sich mein Cursor in einen weißen Cursor. Und dann weiß ich, dass ich den Punkt genau getroffen habe. Das gleiche mache ich horizontal auch nochmal. Schwarzer Cursor, weißer Cursor. Okay, als nächstes aktiviere ich mein Objekt und rufe aus der Werkzeugpalette das Drehenwerkzeug, das Rotationswerkzeug auf. Sobald ich das Werkzeug ausgewählt habe, verändert sich mein Cursor in ein Kreuz und mein Objekt bekommt auch ein Kreuz. Das ist in dem Fall jetzt hier hinten. An welcher Stelle dieses Kreuz steht, das kann ich hier oben mit dem Proxypunkt einstellen. Das heißt, wenn ich hier oben auf den linken klicke, dann ist auch mein Rotationspunkt hier oben links in der Ecke. Ich möchte gerne den Rotationspunkt aber hier in der Mitte haben. Wie mache ich das? Ich gehe einfach über den Rotationspunkt, bis sich mein Cursor verändert. Dann halte ich die Maustaste gedrückt und ziehe ihn genau hier auf diese Stelle, an der ich das Objekt rotieren möchte. Als nächstes mache ich einen Doppelklick auf das Rotationswerkzeug und dann bekomme ich dieses Dialogfeld. Hier kann ich einen Winkel eingeben, ich sage jetzt 30 Grad. Ich kann mir das Ganze anzeigen lassen mit einer Vorschau, wie das Ganze dann nachher rotiert und kann mit Kopieren bestätigen. Jetzt habe ich meine zwei Objekte. Wie bekomme ich jetzt die anderen, damit sich das Ganze hier wieder zu einem Kreis schließt? Dazu rufe ich Objekt, erneut transformieren auf und dadurch wird der letzte Vorgang dupliziert quasi. Und das mache ich jetzt so lange, bis ich einmal rund bin. Also Objekt, erneut transformieren. Ich habe mir hier ein Kürzel gesetzt, das heißt, ich kann jetzt mit Shift, Apfel und 3 so lange tippen, bis ich einmal rum bin. Und damit
bin ich auf dieser Seite dann auch fertig. Okay, gehen wir auf die nächste Seite, auf die Seite 2.3 in diesem Dokument. Hier gibt es folgende Aufgabe. Wir haben zum einen Text, der hier in diese Box soll. Wir haben eine Linie, die auch hier und hier und hier auftauchen soll. Und wir haben hier einen Bildrahmen, der eine etwas seltsame Form hat, den wir wieder in eine rechteckige Form bringen wollen. Kümmern wir uns zuerst um den Text. Den Standardweg, Text von einem Rahmen in den anderen zu bekommen, Copy und Paste, ist jedem klar. Ich möchte gerne einen anderen Weg zeigen. Und zwar gibt es eine Funktion in InDesign, die man unter InDesign, Voreinstellungen, Eingabe findet. Und die heißt Textbearbeitung durch Ziehen und Ablegen. Die ist im Textmodus standardmäßig aktiviert. Was Textmodus ist, da kommen wir gleich noch zu. Aber im Layout-Modus, in dem wir uns jetzt befinden, nicht. Das heißt, ich aktiviere das hier mal und sage OK. Und dann kann ich Folgendes machen. Ich wähle den Text hier aus, Doppelklick in den Textrahmen, Apfel A. Und wenn ich jetzt den Cursor über den Text bewege, verändert sich der Cursor in einen Zeiger mit einem T dran. Und dann kann ich einfach die Maustaste gedrückt halten, den Cursor an die Stelle ziehen, wo der Text hin soll, loslassen und der Text wird dort reingezogen. Genauso kann ich auch innerhalb eines Absatzes Text nehmen und den an eine andere Stelle verschieben. Das Ganze mal wieder zurück. Dadurch, dass ich den Text jetzt hier reingezogen habe, hat sich hier Übersatztext ergeben. Wie bekomme ich jetzt diesen Übersatztext hier aus dem Rahmen raus, ohne den Rahmen in seiner Form zu ändern, also größer und kleiner zu machen? Dafür gibt es auch eine tolle Funktion in InDesign, die oft übersehen wird. Die heißt, oder die findet ihr unter Bearbeiten, in Textmodus bearbeiten. Und wenn ich das aufrufe, dann bekomme ich hier so ein extra Fenster, in dem der Text drin steht, ohne Formatierung. Und da kann ich, wenn ich jetzt nach unten scrolle, sehen, dass ich genau an dieser Stelle hier den Übersatztext habe, durch diese rote Linie erkennbar und durch diese graue, die hier durch den Text führt. Jetzt kann ich einfach rabiat hingehen und den Text, der hier zu viel im Rahmen ist, löschen und das Fenster schließen und jetzt habe ich keinen Übersatztext mehr an dieser Stelle. Als nächstes möchte ich mich gerne hier um diese Linie kümmern. Die soll hier zwischen den Textblöcken und am Ende eingefügt werden. Zuerst, bevor wir das machen, möchte ich aber gerne den Abstand zwischen der Linie hier und dem Rahmen verändern, nämlich verkleinern. Das ist mir hier zu weit weg. Wie kann ich das machen? Ich kann beide Objekte auswählen und kann dann hier über die Ausrichtenpalette hier unten Abstand verwenden, einen Wert eingeben. In meinem Fall sind das jetzt, sage ich mal, 2,5 mm und dann kann ich den Abstand hier verändern. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass der Textrahmen hier nach links gerückt ist, was ich nicht möchte. Ich möchte, dass der Textrahmen stehen bleibt, also ich mache nochmal Apfel Z, und ich möchte, dass sich die Linie nach rechts bewegt. Wie kann ich das machen? Das kann ich mit einer Funktion, einer neuen, aus InDesign CS6 machen, die es in Illustrator schon ziemlich lange gibt. Ich kann das Objekt, an dem ich ausrichten will, einfach nochmal anklicken, dann bekommt das hier so eine hübsche blaue Linie. Und wenn ich jetzt den Abstand verändere, dann wird mir die Linie hier nach rechts verschoben. Gut, dann kann ich die Ausrichtenpalette wieder schließen und jetzt kümmern wir uns um die Linie, die wir hier, hier und hier einsetzen wollen. Ich aktiviere die Linie, halte die Alt-Taste gedrückt, um die Linie zu duplizieren, drücke die Maustaste, halte die Shift-Taste gedrückt, damit die Linie gerade dupliziert wird, also horizontal absolut gerade bleibt. Dann lasse ich die Alt-Taste los, drücke zweimal die Pfeiltaste, damit sich meine Linie dupliziert, gehe weiter nach rechts, bis ich angekommen bin an der Stelle, wo die Linien stehen sollen, lasse meine Maustaste los, lasse die Shift-Taste los und habe jetzt die Linie dreimal dupliziert und ausgerichtet. Weiter geht's mit der Seitenzahl. Unser Kunde möchte gerne, dass die Seitenzahl eine andere Formatierung erhält. Und zwar, dass die Seitenzahl bis zu den 10er-Stellen davor eine 0 bekommen. Das heißt in dem Fall jetzt hier 0,3. Wie kann man das machen? In InDesign gibt es eine schöne versteckte Funktion. Und die findet ihr in der Seitenpalette. Beziehungsweise das ist ein Weg dorthin. Seitenpalette öffnen und dann hier ein Doppelklick auf dieses kleine schwarze Dreieck, was die Nummerierungs- und Abschnittsoptionen öffnet. Und hier kann man die Formatierung
der Seitenzahl einstellen. In dem Fall ist es ja jetzt hier 1, 2, 3, 4. Was wir haben möchten, ist 0, 1, 2, 3. Was man auch machen kann, ist eben die ganzen anderen Versionen, die hier noch zu sehen sind. Ich wähle das hier mal aus, sage OK und schon ist unsere Seitenzahl so formatiert, wie wir sie gerne hätten. Ich schließe die Seitenpalette wieder und dann kommen wir zum nächsten Thema, was auch was mit der Seitenzahl zu tun hat. Und zwar möchte unser Kunde gerne, dass die Seitenzahl gefolgt wird von der Gesamtseitenzahl. Das heißt, dass dort steht 03 slash, und in unserem Fall sind es jetzt 9 Seiten, 09. Wie mache ich das? Nun, dafür gibt es eine Textvariable in InDesign, oder dafür kann man mit einer Textvariable arbeiten. Das heißt, ich habe hier die aktuelle Seitenzahl, 03 slash ist jetzt mein bis, und dann hier unter Schrift, Textvariable, Variable einfügen, Last Page Number, fügt dann eben die Gesamtzahl ein. Das hier ist eine englische Demo, deswegen jetzt der Begriff Last Page Number. In der deutschen Version heißt es letzte Seitenzahl. Gut, dann kann ich die Seitenpalette schließen und das gesamte Dokument ranzoomen. Und dann haben wir noch die letzte Aufgabe hier mit dem verkorksten Bildrahmen. Da scheint irgendeiner an den Rahmen rangekommen zu sein und den Rahmen skaliert zu haben, verzerrt zu haben, was auch immer mir damit passiert ist. Man kann jetzt natürlich versuchen, mit dem Direktauswahlwerkzeug diese Linie hier wieder gerade zu biegen, aber das dauert viel zu lange. Es gibt eine Funktion in InDesign, die uns dabei hilft, und die ist versteckt in der Pathfinder-Palette. Ich öffne die mal, und zwar gibt es dort die Funktion Form konvertieren. Wahrscheinlich häufig übersehen. Wenn ich aber jetzt hier auf das erste Symbol klicke, konvertiere eine Form in ein Rechteck, dann wird genau das gemacht. Der Bildrahmen bekommt wieder die rechteckige Form, genau das, was wir haben wollten. Gut, dann kann ich die Pathfinder-Palette schließen, rauszoomen und damit sind wir auf der Seite jetzt hier fertig. Kommen wir zur nächsten Seite, der Seite 454 im Dokument. Hier sollen folgende Änderungen vorgenommen werden. Zum einen soll die Tabelle hier eine weitere Spalte erhalten. Im Hintergrund soll ein Verlauf eingezogen werden. Hier auf der rechten Seite sollen 8 Bilder plus ein Logo platziert werden. Und als letztes soll hier unten der Text von Großbuchstaben in gemischte Schreibweise geändert werden. Beginnen wir mit der Tabelle. Ich möchte gerne hier eine weitere Spalte hinzufügen. Dazu setze ich den Cursor hier in die Zelle, fahre mit der Maus über das Ende der Tabelle, halte die Maustaste gedrückt, die Alt-Taste gedrückt und ziehe eine weitere Spalte auf. Jetzt brauche ich den Inhalt, den kopiere ich mir hier aus der Spalte heraus, kopieren und setze ihn hier in die Spalte ein. Okay, bis hierhin kein Hexenwerk, kennt jeder. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich die alte Breite wiederherstellen möchte. Und das heißt, hier läuft eine Spalte raus, wie bekomme ich die jetzt wieder auf die alte Breite? Dafür gibt es mehrere Wege, ich kann also zum einen hier die Spaltenlinien anfassen und verschieben. Ich kann die gesamte Spalte auswählen und hier oben über einen Wert ändern. Das kennt ihr alle. Ist aber bei großen Tabellen oder bei vielen Spalten sehr aufwendig. Ich möchte euch gerne einen schnelleren Weg zeigen und der geht über ein Skript. Das Skript findet ihr unter Tabelle, Autospalte. Und hier in dem Skript kann man eben individuelle Werte einstellen für jede Spalte oder über die Auto-Funktion, die ich hier über alle Auto anstellen kann, dem Textrahmen sagen, pass mir die Breite, die aktuelle Breite, auf die bestehende Breite des Textrahmens, der dort vorhanden ist, an. Und wenn ich jetzt hier auf OK klicke, dann macht das Skript genau das, was ich will. Alle Spaltenbreiten werden angepasst, sodass es wieder genau in den Textrahmen reinpasst, wie es vorher auch war. Jetzt habe ich nur ein Problem, ich sehe, dass hier die Grafik in der ersten Spalte über den Rahmen hinausragt und das soll natürlich nicht sein. Das heißt, ich möchte gerne, dass die erste Spalte breiter ist als die anderen. Auch das kann ich mit dem Skript lösen, wie ein Doppelklick in die Zelle. Ich rufe das Skript nochmal auf und sage, okay, alle Auto an, aber die erste Spalte soll 70 mm breit sein. Und wenn ich jetzt OK klicke, dann wird die erste Spalte eben breiter gemacht und alle anderen werden wieder angepasst. Ich möchte jetzt gerne aus der Tabelle wieder raus, drücke einmal Escape, um die gesamte Zelle zu aktivieren, drücke V und damit bin ich aus der Tabelle wieder raus. Kommen wir als nächstes zu dem Verlauf, den ich hier im Hintergrund einsetzen möchte. Verläufe in InDesign erstellen macht eigentlich überhaupt gar keinen Spaß. Deshalb möchte ich mir hier ein Plugin zunutze machen, bei dem man aus super vielen Verläufen schon auswählen kann. Und das Plugin
heißt Illustrator. Ich wechsle mal kurz zu Illustrator. Hier kann man aus der Farbfelderpalette, aus dem Menü hier oben, die Farbfeldbibliotheken öffnen, die Verläufe öffnen und dann hier spezielle Himmelverläufe, die ich mir ausgesucht habe. Und zwar habe ich mir hier den Himmel 18 ausgesucht. Den habe ich in einer Datei auch schon vorbereitet, damit wir den hier gleich nutzen können. Wie bekomme ich die Verläufe jetzt nach InDesign? Es gibt eine Möglichkeit, aus Illustrator ASIE-Dateien zu speichern, die man auch in InDesign wieder öffnen kann. Das Problem ist, dass die keine Verläufe zulassen. Das heißt, Verläufe kommen nicht mit rüber. Das heißt, hier bleibt uns eigentlich nur der einzige banale Weg, das Objekt auszuwählen, in die Zwischenablage zu kopieren, nach InDesign zu wechseln und dort einzufügen. Gut. Wenn ich jetzt die Farbfeldpalette öffne, dann sieht man hier auch, dass der Verlauf mitgekommen ist. Und wenn ich einen Doppelklick auf den Verlauf mache, sieht man auch, dass hier die einzelnen Farben alle drin sind und auch die Positionen der Farben. Also genauso wie wenn wir einen Verlauf hier in InDesign anlegen würden. Super. Das heißt, die Box kann ich hier löschen. Jetzt möchte ich gerne den Verlauf hier hinten anwenden. Dazu nehme ich die Farbe, ziehe die aus der Farbfeldpalette und lasse sie hier einfach über dem Rahmen fallen. Wunderbar. Jetzt wollen wir noch hier den Winkel ändern, damit es etwas schöner aussieht. Und auch die Deckkraft möchte ich gerne auf 60% ändern, das Ganze nicht so knallt. Und jetzt hat die Seite schon etwas mehr Farbe. Okay, kommen wir jetzt zu der Seite mit den Bildern. Ich lade mir die Bilder hier in den Cursor. Und die Bilder sollen jetzt hier auf der rechten Seite, wie es mit den Hilfschen auch schon angedeutet ist, als Raster platziert werden. Ich möchte das aber nicht einzeln machen, also jedes Bild einzeln platzieren, sondern ich möchte die alle zusammen platzieren, alle 9 Bilder auf einmal. Wie geht das? Dafür gibt es in InDesign eine Funktion und die erreicht ihr, indem ihr die Shift- und die Command-Taste, Apfeltaste gedrückt haltet und dann verändert sich der Cursor hier in so eine Art Kontaktabzugscursor, nenne ich ihn immer. Dann zieht ihr den Rahmen auf für die Breite und Höhe, die ihr für eure Bilder braucht und könnt jetzt mit den Pfeiltasten, also ihr lasst Command und Shift los und mit den Pfeiltasten rechts und rauf könnt ihr jetzt die Anzahl der Bildrahmen hier ändern. Jetzt habe ich noch zwischen den Rahmen Abstände, die möchte ich auch gerne nicht mehr haben. Dazu drücke ich die Command-Taste und kann dann mit den Pfeiltasten die Abstände rauf und runter verkleinern, bis eben zwischen den einzelnen Rahmen kein Abstand mehr ist. Jetzt lasse ich die Command-Taste los, lasse die Maustaste los und es werden mir alle 9 Bilder auf einmal platziert. Jetzt möchte ich gerne noch, dass die Rahmen alle proportional gefüllt werden und mittig stehen und damit sind meine 9 Bilder jetzt hier platziert. Und jetzt kommt das, was immer kommt. Der Kunde sagt, ja, das sieht schon ganz schön aus, aber ich möchte gerne, dass dieses Bild getauscht werden und dass dieses Bild getauscht werden. Und jetzt steht man wieder da vor der Aufgabe, was mache ich, wie mache ich es am schnellsten. Und der schnellste Weg ist sicherlich einfach, dieses Bild und dieses Bild anzuklicken, die rechte Maustaste zu benutzen und zu sagen, Rahmen tauschen. Das gleiche machen wir jetzt hier auch nochmal. Nur dann tauschen wir nicht die Rahmen, sondern nur die Bilder und lassen die Rahmen stehen. In dem Fall ist es uninteressant, weil die Rahmen beide quadratisch sind, aber hätten die Rahmen unterschiedliche Größen, würden eben nur die Inhalte getauscht und die Rahmen würden bestehen bleiben. Wunderbar. Jetzt mache ich mir das hier noch ein bisschen kleiner. Ich möchte das gerne nur auf 50% haben und schon sieht das Ganze besser aus. Das wäre toll, wenn so eine Funktion in InDesign vorhanden wäre. Leider ist es nicht. Das Ganze wird über ein Skript gelöst. Das Skript ist von Gerald Singelmann und wird als Startup-Skript, quasi wenn InDesign hochfährt, direkt mitgestartet und steht dann immer zur Verfügung. Als nächstes kümmern wir uns um den Text hier unten. Der ist hier im Dokument mit Großbuchstaben geschrieben. Der Kunde wünscht sich aber eine gemischte Schreibweise. Wir sehen, dass der Text, wenn wir ihn auswählen, nicht mit der InDesign-Funktion großgestellt worden ist, sondern, das können wir uns hier im Textmodus ansehen, tatsächlich mit der Shift-Taste beim Tippen erzeugt worden ist. Das Problem ist, wie kriegen wir das jetzt am schnellsten wieder hin, dass wir es gemischt haben? Wir können es neu tippen, das ist aber ein relativ langer Weg. Es gibt aber in InDesign eine Funktion, die findet ihr unter Schrift, Groß- und Kleinschreibung ändern, erster Buchstabe, Insatz groß. Und das, wenn wir das ausgewählt haben, erzeugt uns genau das Ergebnis, das wir haben wollen.
Bevor wir jetzt hier auf der Seite fertig sind, ist dem Kunden noch eine Sache eingefallen. Und zwar möchte er gerne diese neuen Bilder hier als Memory produzieren. Wie gehen wir da vor? Wir legen als erstes ein neues Dokument an mit 9 einzelnen Seiten. Das möchte unser Drucker so haben, damit er seine Nutzen nachher anständig anlegen kann. Wir brauchen keine Spaltenränder und keine Ränder an sich. Sagen okay. Und jetzt würden wir jedes einzelne Bild von hier ins andere Dokument kopieren, bis wir alle 9 Seiten zusammen haben. Das ist relativ uneffizient und auch nachher von der Übersichtlichkeit her nicht mehr wirklich gut, weil wir die Gestaltung nicht ändern können oder editieren können, da wir das dann immer auf 9 einzelnen Seiten machen müssen. Ich möchte euch jetzt einen Weg zeigen, wie wir 9 Einzelseiten rausbekommen, aber trotzdem die Gestaltung an sich so zusammenlassen können. Dafür wechseln wir nochmal in unser neues Dokument, gehen hier in der Seitenpalette auf den Befehl Neue Dokumentenseitenanordnung zulassen und deaktivieren die. Und jetzt können wir die Seiten nebeneinander stellen. Das müssen wir als erstes tun. Alle Seiten im Dokument müssen nebeneinander. Wo die hinkommen, ist egal. Gut, das ist unser erster Schritt. Jetzt können wir hingehen und mit dem Seitenwerkzeug, das findet ihr hier in der Seitenpalette, die Seiten so anordnen, wie wir sie brauchen. Und zwar untereinander als Neunerteilung. Ja, der ist ein bisschen verrückt hier noch. So. Das heißt, hier in der Seitenpalette stehen sie alle nebeneinander und in unserem Dokument stehen sie übereinander. Jetzt können wir in das andere Dokument wechseln, können unsere gesamten Bilder kopieren in die Zwischenablage, können wieder zurückwechseln und können sie hier einfügen. Und dann stehen sie standgenau auf den Seiten, so wie wir sie brauchen. Das heißt, wir können hier gestalten, können hier Änderungen vornehmen in einer Übersicht und haben aber trotzdem 9 Einzelseiten. Und das will ich euch jetzt auch mal zeigen, indem wir das Ganze als PDF exportieren. Dazu ruft ihr Datei, Exportieren auf, wählt einen Ordner, wo das PDF hingesichert werden soll, sagt Sichern. Ich habe mir jetzt hier schon eine Vorgabe gemacht, dass wir Einzelseiten exportieren wollen, drücke auf Exportieren, das dauert 2 Sekunden und das PDF wird hier eben mit 9 Einzelseiten angezeigt. Das Ganze können wir jetzt auch nochmal machen, dass wir das Dokument in einem exportieren, das heißt, wir wählen hier Druckbögen aus, sagen Exportieren. Das dauert 2 Sekunden. Und jetzt haben wir das gesamte Dokument als PDF exportiert. Das heißt, damit kann man sich dann beim Kunden die Freigabe holen und mit dem anderen Export kann man eben den Drucker mit dem Druck-PDF bedienen. Gut, damit ist das Memory fertig. Jetzt habe ich aber ein neues Problem. Ich habe 2 Dateien, in denen der gleiche Inhalt auftaucht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Korrektur habe, muss ich die hier in der Memory-Datei machen plus hier in der Broschüre machen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte natürlich, dass das Memory jetzt hier in der Broschüre eingeladen ist, falls Korrekturen auftauchen, dass ich die nur in einem Dokument machen muss. Wie mache ich das? Ich speichere dieses Dokument jetzt erstmal ab. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Schließe das Dokument. Lösche hier meine neuen Bilder raus und platziere jetzt das InDesign-Dokument hier in das InDesign-Dokument. Dafür lade ich mir die Datei nochmal neu in den Cursor, halte die Shift-Taste gedrückt und sage jetzt hier Alle. Jetzt habe ich meine neuen Bilder hier im Cursor, halte wieder die Shift- und Command-Taste gedrückt und was ich sehe ist, dass der Cursor sich nicht verändert zu dem Platzieren-Cursor, so wie das eben der Fall war. Woran liegt das? Das Problem ist, dass sich dieser Kontaktabzugs-Cursor nur generiert mit Bildern, nicht mit InDesign-Dateien, nicht mit PDF-Dateien. Es gibt aber einen kleinen Trick, und den habe ich letztes Jahr gezeigt, mit dem man das umgehen kann. Das würde ich jetzt hier nochmal schnell machen. Ich lösche das Ganze aus dem Cursor, drücke nochmal Apfel D, wähle nochmal die InDesign-Datei aus und das Wichtige ist, bei dem Import, hier statische Beschriftungen erstellen anzuwählen. Denn dann kann ich beim Öffnen wieder mit der Shift- und Command-Taste meinen Platzierungscursor bekommen. Den habe ich jetzt hier auch.
Ich setze die Seite mal eben auf, Alt Command gedrückt und nehme die Abstände raus, lasse die Maustaste los, lasse die Command-Taste los und jetzt werden die neuen Einzelseiten aus dem PDF platziert, so wie ich es haben will. Was jetzt übrig bleibt, ist eben das, was ich gerade aktiviert habe, die Bildunterschriften, die ich nicht brauche, die kann ich einfach mit Escape aus dem Cursor löschen und jetzt habe ich das Ergebnis, das ich haben wollte. Das heißt, meine Memory InDesign-Datei ist jetzt hier in meiner Broschüren InDesign-Datei eingebaut. Das kann ich euch auch kurz zeigen, wenn ich die Verknüpfungspalette öffne, dass hier umbenannt INDD eingeladen ist mit eben den neuen einzelnen Seiten. Was ich jetzt hier nicht so gut finde, ist die Benennung der Datei. Da haben wir jetzt gerade eben ein bisschen geschlampt. Ich möchte ganz gerne, dass diese Datei umbenannt wird. Dafür müsste ich jetzt zum Beispiel hingehen und müsste die Datei auf dem Schreibtisch ändern, hier neu einladen bzw. neu verknüpfen. Das ist mir auch alles wieder viel zu viel Arbeit. Ich möchte euch einen schnellen Weg zeigen und der geht so. Wählt eins der Bilder aus mit dem Auswahlpfeil, öffnet die Skriptepalette und es gibt ein Skript von Maya und Tompa, das nennt sich Tomaxi Link Rename. Das klickt ihr doppelt und jetzt habt ihr die Möglichkeit, hier die Datei umzubenennen. Das heißt, wir nennen das jetzt Memory, sagen Rename. Jetzt wird im Hintergrund die Datei geöffnet, umbenannt und wieder platziert. Das, was wir normalerweise händisch machen müssten. Und das Ergebnis sieht dann so aus, dass die Datei jetzt nicht mehr umbenannt heißt, sondern eben memory.indd. Jetzt kann ich die Verknüpfungspalette schließen, das ganze Dokument rauszoomen, die Hilfslinien ausblenden und damit sind wir auf der Seite jetzt hier fertig. Okay, kommen wir zur nächsten Seite. Das ist die Seite 6.7 in unserem Dokument. Was möchten wir hier machen? Zum einen soll die Headline hier oben auch hier erscheinen. Allerdings sollen die Worte Spring und Lookbook automatisch tauschen. Dann möchte ich gerne hier Inhalt von einem anderen Dokument einfügen. Und als letztes wollen wir hier unten die Bullet Points gegen Grafiken austauschen, damit die Bullet Points hier an der Stelle nicht so langweilig wirken. Beginnen wir mit der Headline hier oben. Ich möchte gerne, dass die Headline auch hier auf der Seite in der Box steht. Allerdings sollen die Worte Spring und Lookbook automatisch tauschen. Ist das möglich? Ich kopiere die Headline einfach mal hier rüber, dann schauen wir uns das Ergebnis an. Und wie ihr euch sicherlich schon gedacht habt, natürlich ist das möglich. Die Worte tauschen hier an der Stelle automatisch. Wie ist das Ganze gemacht? Ich öffne mal das Textmodusfeld und hier kann man es eigentlich am besten sehen. Die Headline besteht aus zwei Absätzen. Wie sind die Absätze formatiert? Dieser Absatz hier, der mit dem Wort Spring, ist nicht am Bund ausrichtend und das Wort Lookbook, der Absatz, ist eben am Bund ausrichtend. Das führt dazu, dass wenn ich die Headline von links nach rechts schiebe, dass die Worte automatisch tauschen. Warum sitzen die jetzt auf einer Ebene und sehen so aus, als ob es ein Satz wäre? Das liegt daran, dass der Absatz, mit dem das Lookbook hier formatiert ist, einen Zeilenabstand von 0 hat. Und damit rutschen die beiden Absätze eben auf eine Grundlinie. Okay, machen wir weiter mit dem Inhalt, der hier aus einer anderen InDesign-Datei platziert werden soll. Dazu öffne ich mir das Dokument, was ich vorbereitet habe, springe hier auf die zweite Seite und das ist der Inhalt, der jetzt in meine Broschüre eingesetzt werden soll. Die Objekte auf der Seite hier sind alle schon in meiner Ebenenpalette auf Ebenen verteilt. Text steht auf Text, Bilder steht auf Bildebene. Wenn ich das Ganze jetzt hier in die Zwischenablage kopiere, in meinem Broschürendokument wechsel und hier mit Bearbeiten an Originalposition einfüge, dann habe ich folgendes Problem. Die gesamten Objekte werden alle auf eine Ebene platziert, nämlich hier auf die Textebene. Woran liegt das? Standardmäßig ist in InDesign die Funktion Ebenen beim Einfügen erhalten deaktiviert. Wenn ihr das jetzt hier aktiviert, dann gehen wir einen Schritt zurück, sagen nochmal an Originalposition einfügen, dann werden die Objekte auch wieder alle auf ihre Ebene verteilt, wo sie vorher auch waren. Jetzt gibt es noch ein zweites Ebenenphänomen. Wenn ihr die Objekte hier auf der Seite gruppiert, dann werden sie auch wieder alle zusammen auf eine Ebene platziert. Das ist auch in Ordnung. Wenn ihr die Gruppierung aber jetzt aufhebt, dann bleiben alle Objekte auf der gleichen Ebene und werden nicht zurücksortiert auf die Ebenen, wo sie vorher waren. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Mit InDesign eigenen Bordmitteln lässt sich das leider nicht lösen.
Es gibt aber ein Skript von Gerhard Singelmann, ein Startup-Skript, das einen weiteren Befehl hier in die Ebenenpalette schreibt. Und zwar Ebenen beim Gruppieren erhalten. Und wenn ihr das jetzt aktiviert und dann die Gruppe auflöst, dann werden die Objekte auch alle wieder zurück auf ihre einzelnen Ebenen sortiert. Okay, dann kann ich jetzt die Ebenenpalette schließen und ich möchte gerne weitermachen mit den zwei Linien hier unten. Diese zwei Linien haben einen Kopf, der über die Konturenpalette angelegt wurde. Ich wähle den hier mal aus. Hier sieht man das auch. Typ Anfang Kopf, Ende ohne. Und der Kunde möchte jetzt gerne, dass beide Kreise nicht oben stehen, sondern unten. Wie mache ich das am schnellsten? Ich öffne dazu die Pathfinder-Palette. Und hier gibt es einen Befehl, der heißt Pfad umkehren. Wenn ich den einmal drücke, dann sind die Kreise nicht mehr oben, sondern unten. Das ist der schnellste Weg, das hier zu ändern. Kommen wir zur letzten Aufgabe hier auf der Seite. Ich möchte gerne diese Bullet Points hier, diese Standard Bullet Points, gegen diese Grafik hier ersetzen. Ich habe das letztes Jahr schon gezeigt, wie es funktioniert. Und zwar ging es da eben mit verankerten Objekten. Es gibt aber mittlerweile eine neue Möglichkeit. Und zwar kann ich direkt aus InDesign hier diese Vektorgrafik als Schrift exportieren. Und die Schrift wiederum kann ich natürlich hier für die Auflistung benutzen. Wie das Ganze funktioniert, möchte ich euch jetzt zeigen. Okay, als erstes kopieren wir uns das Objekt hier in die Zwischenablage. Dann rufen wir die Skriptenpalette auf und machen einen Doppelklick hier auf das Skript Indie Font Demo. Dann öffnet sich ein Dialogfeld, in dem wir den Namen der Schrift definieren können und auch den Charakter, auf dem die Schrift liegen soll. Das lassen wir jetzt alles so, wie es hier standardmäßig eingestellt ist. Es öffnet sich eine neue Datei. Die Datei hat zwei Seiten. Wir wechseln also auf die zweite Seite. Und hier setzen wir jetzt unsere Grafik ein. Setzen die hier unten auf die rote Linie. Die rote Linie markiert die Grundlinie. Können das Ganze jetzt hier noch vergrößern. Und zwar ziemlich anständig, setzen es jetzt auf die rote Linie und auf die grüne Linie hier, dass die nicht überschritten wird. Gucken mal, dass das Ganze auch auf der richtigen Ebene liegt. Das muss nämlich hier auf die Outline-Linie. Und jetzt starten wir das Skript nochmal. Und jetzt fragt uns InDesign, wo wir den Font hinspeichern wollen. Einmal in den InDesign Fonts Ordner oder in einen anderen. Wenn wir das Ganze jetzt direkt in den InDesign Fonts Ordner exportieren, können wir die Schrift sofort benutzen. Wir sagen hier okay, die Schrift wurde angelegt, wunderbar, wir können das Dokument jetzt hier schließen, das brauchen wir nicht und gehen zurück in unser Broschürendokument. Hier aktiviere ich jetzt die Schrift, das Ganze ist mit einem Absatzformat schon formatiert, das Format öffne ich jetzt, sage hier Bullet bearbeiten und jetzt kann ich hier bei den Aufzählungszeichen und Nummerierungen einen eigenen Font oder diesen eigenen Font eben hinzufügen, der heißt if my und hier ist das Zeichen jetzt drin. Ich sage hier hinzufügen, sage okay, dann kann ich das Ganze hier auswählen und wenn ihr jetzt links, ich mache jetzt mal die Vorschau an, links auf den Punkt achtet, wird dieser eben direkt durch das Sternchen, durch diese Grafik hier ersetzt. Und jetzt habe ich Live-Text, wenn ich hier einen neuen Bullet Point mache und neuen Bullet Point mache, dann wird eben diese Grafik direkt vor den Text gesetzt und ich muss ja nicht mehr mit Suchen und Ersetzen Vorgängen arbeiten. Okay, damit sind wir auf der Seite jetzt hier durch und können zur nächsten Seite gehen. Auf der nächsten Seite, der Seite 8.9, möchte ich gerne an dem Text hier einige Korrekturen vornehmen. Und zwar soll jede erste Zeile eines Absatzes hier und hier und hier einen Einzug links bekommen und der gesamte Text hier soll nicht schwarz, sondern blau sein. Das Ganze möchte ich machen ohne das dazugehörige Absatzformat Fließtext hier zu öffnen. Wie will ich das machen? Ganz einfach, als erstes setze ich den Cursor in den Absatz, den ich bearbeiten möchte. Dann erstelle ich den Einzug links, in dem Fall sind das 12 Punkte jetzt. Und ich möchte die Farbe ändern in Blau.
Okay, jetzt hat sich erstmal nichts verändert. Wo ist denn da jetzt der Trick? Der Trick kommt jetzt, wenn ihr nämlich mit der rechten Maustaste auf das Absatzformat geht und sagt Format neu definieren, dann werden die Korrekturen, die Änderungen, die ich hier einfach nur zwischen diesen beiden Buchstaben gemacht habe, übernommen. Das Format wird angepasst und auf alle Stellen angewendet, die eben mit diesem Format formatiert sind. Kommen wir als nächstes zu den Formatabweichungen, die man hier und hier sieht. Wenn ich hier den Cursor reinstelle und mal über mein Absatzformat fahre, dann sehe ich, dass die Größe geändert wurde und auch die Laufweite. Hier in dem anderen Beispiel wurde dann die Schrift in Bold Italic geändert. Wäre es nicht super, wenn ich eine Möglichkeit hätte, das Ganze visuell zu sehen, also das heißt die Stellen, die in meinem Text jetzt geändert wurden. Bei den beiden Beispielen hier ist es ja kein Problem, das kann ich mit dem bloßen Auge sehen, aber manchmal gibt es ja auch Korrekturen, die ausgeführt werden oder Änderungen, die ausgeführt werden, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Und diese Möglichkeit gibt es, ja, man kann das visuell darstellen und zwar über ein Skript. Dieses Skript ruft eine Funktion auf, die es schon seit CS4 in InDesign gibt, aber nie eine Oberfläche bekommen hat und wirklich nur per Skript ansteuerbar ist. Und hier kann ich eben einstellen bzw. aktivieren, dass mir die Stellen, die eben vom Format her geändert worden sind, die Abweichungen haben, hier mit einer roten Farbe markiert werden. Einmal für die Absatzformate und einmal für die Zeichenformate. Wenn ich jetzt hier OK sage, dann werden die Stellen in meinem Text auch schon angezeigt. Die beiden Stellen, die wir so eben mit dem bloßen Auge gesehen haben und eben auch in der dritten Stelle. Und wenn ich hier mal drüber fahre und mir angucke, was ist denn hier die Abweichung, sehe ich, okay, das Ganze wurde in der Zeichenbreite auf 98% gestellt. Kann man mit dem bloßen Auge so nicht sehen. Und dann kann ich eben hingehen und kann diese Formatabweichung löschen. Also die möchte ich zum Beispiel nicht haben. Hier oben die möchte ich auch nicht haben. Und hier die lasse ich jetzt einfach mal. Das Skript kann aber noch mehr. Mit dem Skript kann man auch Absatzformate und Zeichenformate sichtbar machen. Das heißt Anwendungen von meinen Formaten im Text. In dem Fall hier habe ich dem Zeichenformat Dropcap Red mal die Farbe grün gegeben und kann halt hier im Dokument sehen, okay, das wurde hier zweimal angewendet. Bei den anderen Worten komischerweise nicht. Da kommen wir jetzt zu, warum das nicht der Fall ist. Ich schließe die Palette mal hier wieder. Schließe die Palette auch. Also schauen wir uns mal an, warum diese beiden hier grün hinterlegt sind und diese beiden nicht. Wenn ich die Zeichenformatpalette mal aufrufe und hier den Cursor reinsetze bei Ritter, sehe ich, okay, hier wurde das Zeichenformat angewendet. Wenn ich hier hingehe und klicke, sehe ich, okay, es ist angewendet, aber es wurde eben nicht hier in der Palette oder nicht hier über diese Palette angewendet. Das heißt, es muss über das Absatzformat gemacht werden, zum Beispiel eben über einen Grep-Stil. Dafür gucken wir uns das Absatzformat jetzt mal an. Ich öffne das, schaue mal bei den Grep-Stilen und ja, ich sehe, okay, das Format Dropcap hier wurde angewendet auf alle Vorkommen von dem Wort Ritter. Ich brauche keine schwierige Grep-Suche mit diesen Grep-Zeichen, die man so kennt, sondern ich kann eben auch zum Beispiel nach Wörtern suchen. Wenn ich diesen Grep jetzt hier deaktivieren möchte, weil ich ihn vielleicht später nochmal brauche oder weil ich ihn jetzt gerade gar nicht haben will, aber ich möchte ihn nicht löschen, dann kann ich hier einfach vor den Ausdruck, vor den Grep-Ausdruck oder eben vor das Wort, das hier steht, einfach ein Sternchen setzen und dann mit OK bestätigen bzw. das hier deaktivieren und dann sehe ich, dass alle Worte, die vorher hier rot waren, hier oben und hier, dass die eben verschwinden. Die beiden Vorkommen hier bleiben natürlich jetzt noch stehen, weil die händisch gesetzt sind. Die kann ich jetzt hier einfach mal löschen, auf ohne setzen und hier auch. Dafür muss ich das ganze Wort auswählen. Ohne und hier auch. Und dann verschwinden eben auch meine beiden grünen Balken, die mir eben anzeigen, dass ich das Ganze hier benutzt habe. Meine letzte Aufgabe jetzt hier auf dieser Seite besteht darin, die Worttrennungen zu überarbeiten. In meinem Fall habe ich jetzt hier das Wort Storytelling an diesem Punkt. Und ich möchte gerne, dass dieses Wort hier an dieser Stelle nicht getrennt wird. Wie kann ich das am schnellsten machen? Ich füge einfach vor das S meinen Cursor, gehe dann unter Schrift, Sonderzeichen einfügen, Trenn- und Gedankenstriche und benutze den bedingten Trennstrich. Das Tastenkürzel ist Shift-Apfel-Minus. Und wenn ich das setze, dann sage ich InDesign, wenn du dieses Wort trennst,
dann nur an dieser Stelle. Und da das eben vor dem Wort steht, kann er das Wort nicht trennen oder trennt er das Wort nicht. Und damit wird es an dieser Stelle eben hier zusammengefügt. Ich kann den bedingten Trennstrich auch dafür benutzen, an einer gewissen Stelle zu trennen. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Schritt zurückgehe und sage, okay, ich möchte gerne genau an dieser Stelle hier, nämlich zwischen dem Y und dem T, trennen, dann kann ich das machen, indem ich den Cursor an diese Stelle setze, die Shift- und Command-Taste gedrückt halte und das Minus drücke. Und dann wird mir eben hier an dieser Stelle der bedingte Trennstrich positioniert. Gut, dann habe ich jetzt alle Korrekturen hier in der Broschüre ausgeführt und möchte als letztes von dem Ganzen ein PDF schreiben. Nicht nur von der Broschüre, sondern auch von dem Puzzle, was wir eben gemacht haben. Das heißt, wie kann ich ein PDF erstellen aus zwei InDesign-Dokumenten? Und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Dazu schließen wir jetzt erstmal alle Dokumente und schließen auch die Palette und erstellen ein neues Buch unter Datei, Neu, Buch. Dieses Buch nennen wir Popcorn und speichern das Ganze auf den Schreibtisch. Als nächstes müssen wir hier aus dem Flyout die Seitennummerierungsoptionen für das Buch auswählen und diese Option hier, Seitenzahlen und Abschnittsnummerierung automatisch aktualisieren, deaktivieren. Warum machen wir das? Wenn in dem Dokument, was ich jetzt hier einlade, Seitenzahlen drin sind, also automatische Seitenzahlen, und ich bringe diese beiden Dokumente hier rein, werden die mir aktualisiert. Und das möchte ich ja unter Umständen nicht, sondern die Zahlen sollen ja so bleiben, wie sie sind. Okay, dann kann ich als nächstes die zwei Dokumente hier einladen. Dafür blende ich InDesign aus, hole mir vom Schreibtisch die zwei Dokumente, die ich brauche, gehe wieder zurück zu InDesign und lasse die zwei Dokumente hier in der Palette einfach fallen. Als nächstes drücke ich die Alt-Taste und gehe dann hier unten auf das Druckersymbol und klicke einmal. Das öffnet mir aber nicht den Druckenexport, sondern eben den PDF-Export. Kleiner obskurer Weg. Jetzt kann ich hier sagen, sichern, ersetze das Ganze, sage okay. Jetzt werden mir die beiden Dokumente exportiert. Das dauert eine gewisse Zeit. Und wenn die Dokumente fertig exportiert sind, dann habe ich nachher ein PDF, in dem die Broschüre und auch das Puzzle drin sind. Wie man hier eben sehen kann. Hier oben ist das Puzzle und nachfolgend kommen eben die Broschürenseiten. Das ist genau so, wie ich das haben wollte. Wunderbar. Dann kann ich das Ganze hier schließen, gehe zurück zu InDesign, schließe hier auch meine Palette, sage okay, speichern und bin damit mit meinem Projekt dann durch. Und wie kann man sich jetzt nach so viel Arbeit entspannen? Richtig, mit einem anständigen Action-Game, dass man nicht irgendwo spielt, sondern direkt hier in InDesign. Ich starte mal die Musik zur Einstimmung. Jetzt starten wir das Game. Und auf geht's. Mit den Pfeiltasten kann ich das Schiff bewegen und mit der Space-Taste kann ich die Aliens abschießen. Und das ganze Spiel ist direkt in InDesign gemacht und lässt sich auch direkt in InDesign spielen, bis man dann eben von den Aliens hier getroffen wird. Ja, das ganze Spiel ist ein InDesign-Skript von Philipp Goyder und heißt Layout Invaders. Dieses und alle anderen Skripte, die ich im Vortrag benutzt habe, findet ihr auf dem Blogbeitrag zu diesem Video. Ja, und damit bin ich auch am Ende der Zusammenfassung meines Vortrags. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war was für euch dabei. Ich freue mich über Kommentare hier auf der Seite oder per E-Mail, Twitter, Facebook. Die Adressen seht ihr vor euch. Also, bis zur PopCon 2014. Macht's gut, bis dann. Tschüss.